Was für ein Ort. Prall gefüllt mit deutscher Geschichte. Oberstes Gericht des Deutschen Reiches. Museum in der DDR. Seit 2002 eine der höchsten juristischen Instanzen. Das Bundesverwaltungsgericht. Spektakulär die Prozesse, die hier verhandelt wurden. Protagonisten Karl Liebknecht, Georgi Dimitrov, aber auch Hitler und Goebbels. Goebbels war als Prozessbeobachter im Saal, hat sich dort sehr abfällig über Göring geäußert. In der DDR wurde hier des Kommunisten Georgi Dimitrovs gedacht. Heerscharen junger DDR-Bürger pilgerten in das nach ihm benannte Museum. Dann musste man hier ins Dimitrov-Museum gehen. Ich bin ganz ehrlich, es hat ihn nicht so interessiert. Im Erdgeschoss damals das Museum der bildenden Künste. Eines der wertvollsten Gemälde, Caspar David Friedrichs Friedhof im Schnee. Der Anruf ging gegen 13 Uhr in der Kriminalpolizei ein. Und es wurde gemeldet, im Museum der bildenden Künste fehlt ein Bild. 2002 zog das Bundesverwaltungsgericht nach Leipzig. Verhandelt werden seitdem spektakuläre Prozesse, die den Alltag und die Geschicke des Landes maßgeblich beeinflussen. Diese Tür ist eine von fast 700 im heutigen Bundesverwaltungsgericht. Sie öffnet sich für alle Besucher. Andere dagegen sind für die Öffentlichkeit tabu. Nur selten wird dort Einblick gewährt. Lassen Sie uns diesen Ort entdecken, seine Geschichten und seine Geheimnisse. So empfängt es den Besucher also heute, das Bundesverwaltungsgericht. Nach einer gigantischen Umbauphase zog eines der obersten deutschen Gerichte 2002 hier ein. Die Sanierung des einst maroden Gebäudes, ein unglaublicher Kraftakt, der dieses Leipziger Wahrzeichen zu neuem, altem Glanz erweckte. Einer der vielen spektakulären Prozesse wurde hier im Herbst 1930 verhandelt. In die Geschichte ging er später als Ulmer Reichswehrprozess ein. Offizieren der Ulmer Reichswehr wurde damals vorgeworfen, mit der NSDAP konspiriert und zu einer nationalen Volkserhebung aufgerufen zu haben. Die Anklage: Vorbereitung zum Hochverrat. Als Zeuge war der Vorsitzende der NSDAP geladen, Adolf Hitler. Adolf Hitler hat in diesem Prozess die Möglichkeit erhalten, so eine mehrstündige Propagandarede zu halten. In dieser Rede hat Hitler betont, die NSDAP strebe nur mit legalen Mitteln an die Macht. Er wollte also die NSDAP von diesem Ruch befreien, sie sei auf den Umsturz der verfassungsmäßigen Ordnung aus. Die Angeklagten wurden trotzdem schuldig gesprochen. Adolf Hitler soll gesagt haben: Wenn wir erst einmal auf legale Weise an die Macht gekommen sind, werden wir sie nicht mehr hergeben. Dann werden auch Köpfe rollen. Bis 1945 wurden hier Urteile gefällt. Dann endete die Ära des Reichsgerichts. Der Zweite Weltkrieg hatte auch Leipzig nicht verschont. Die Zerstörung der Südseite des Gebäudes durch einen Bombentreffer war der Anfang des Verfalls des einst prächtigen Palastes. Zu DDR-Zeiten erinnerte an die Geschichte des Hauses nur eine Person. Der im Reichstagsbrandprozess angeklagte Georgi Dimitrov. Ihm war ein ganzer Saal gewidmet. Auch das Museum der bildenden Künste fand hier Asyl, neben einer Vielzahl unterschiedlichster Behörden und Institute. Eine Etage tiefer, ein weit verzweigter Versorgungstrakt. Seit dem Umbau vergrößert und modernisiert, sorgt er für die Funktionstüchtigkeit des Gebäudes. Nichts erinnert heute daran, wie gespenstisch dieses Gewölbe einst vor sich hinmoderte.
Lange wurde spekuliert, ob hier im Keller des Gebäudes unterirdische Verbindungsgänge existieren. Immer wieder wurden auch Gerüchte laut, das Haus birgt hier noch ein Geheimnis. Das hieß damals zu unserer Zeit, sag ich mal, Katakomben. Und so sahen sie auch aus. Ganz niedrige Gänge, ganz schmal gehalten, ganz duster. Und es war schon doch ein bisschen gruselig. Also die Gänge über zur Polizei, da ist mir nichts bekannt. Ich habe da auch schon mal nachgeforscht auf eigene Faust. Und auch während der Restaurierung hier ist nichts gefunden worden. Und außerdem geht auch die Pleiße dazwischen durch. Und das müsste schon ein ziemlich tiefer Gang sein. Also mir ist da nichts bekannt. Hausmeister Bernd Patitz kennt das Gebäude wie seine Westentasche. Schon sein Vater war hier Heizer. Und 1963 bezog die Familie im Erdgeschoss eine Vierzimmerwohnung. Wenn auch hinter Gittern, schufen sich die Patitz hier ein ganz eigenes Refugium. Für den kleinen Jungen war es damals der größte Spielplatz der Stadt. Noch heute atmet Bernd Patitz im Gartenhof das Glück seiner Kindheit. Also hier in diesem Gartenhof gehört dieser gesamte Bereich, sage ich mal, unserer Familie. Hier war der Wäscheplatz von meiner Mutter, wir hatten hier eine große Schaukel. Mein Vater hat uns einen Schwimmingpool gebaut, ne? Hollywood-Schaukel war hier und da hinten waren unsere Wellensittiche begraben. Also ich habe damals bei der Umbauphase habe ich mal nachgeschaut, ob man die Wellensittiche noch gefunden, aber da war nichts mehr da. Der öffentliche wird vom nicht öffentlichen Bereich durch diese historischen Gitter getrennt. Für Bernd Patitz jedoch öffnet sich jede Tür. Das ist meine Hauptaufgabe zurzeit, dass ich hier die digitale Schließanlage programmiere, überwache, die hier im Haus eingebaut ist. Betrifft ungefähr 450 Türen und dort ist ja immer eine Programmieränderung nötig. Und das ist meine Hauptaufgabe, dann an diesen Türen diese Änderung vorzunehmen. Und täglich geht er dafür schnurstracks durch seine ehemalige Wohnung. Dieser Raum war damals meine ehemalige Küche mit angrenzendem Bad. Da stand hier vom Fenster ein großer Küchentisch. Da in der Ecke stand ein Gasherd. Hier ging es dann durch in die Stube, ins Wohnzimmer, ins Bad, wie gesagt, und dann in die Kellerbar. Also das war schon der meistgenutzte Raum, sag ich mal, in der Wohnung. Während in der Woche die Besucher Kunst bestaunten oder den Georgi Dimitrov, hatte die Familie Patitz an den Wochenenden das Haus für sich. Der Partykeller der Patitz war zweifellos der exklusivste der Stadt. Die war erst für private Zwecke gedacht, wurde dann aber auch ein bisschen schon in Leipzig schon ein bisschen berühmt, sage ich mal so. Und das war schon ein Highlight auch, dann auch, wo ich im Jugendalter war und da auch ab und zu meine Party gefeiert habe. Das war schon eine schöne Sache. Wer zu DDR-Zeiten das Museum der Bildenden Künste besuchte, den begrüßte hier im Foyer Wolfgang Mattheuers Plastik Der Jahrhundertschritt. Die wurde später vom Unternehmer Hasso Plattner erworben und steht heute in Potsdam. Kaum etwas erinnert daran, wie diese erste Etage aussah, als hier zu DDR-Zeiten Kunst ausgestellt wurde. Eines der wertvollsten Gemälde der Sammlung, Friedhof im Schnee von Caspar David Friedrich, schon damals mehrere Millionen Mark wert. Der Anruf ging gegen 13 Uhr in der Kriminalpolizei ein. Und es wurde gemeldet, im Museum der Bildenden Künste fehlt ein Bild. Was für ein Bild, das war total unklar. Wir wussten, dass hier die alten Meister hängen. Und von daher war natürlich Eile geboten und wir sind mit Kräften hier rübergegangen. Uwe Matthias war damals als erster Kriminalpolizist am Tatort. Vergessen hat er diesen Tag und den Fall nie. Als wir hier an den Ereignisort gekommen sind, haben wir dann natürlich festgestellt, dass in dem Rahmen, wo Caspar David Friedrich hing, Friedhof im Schnee, dass jetzt dort ein anderes Bild hing, was gewisse Ähnlichkeiten, wenn man das von der Ferne gesehen hat, angebracht worden ist. Und wir haben dann festgestellt, das ist eine sogenannte Collage. Der Täter hat aus Kunstdrucken, hinter der aus Kunstkatalogen, drei Bilder herausgeschnitten und hat drei Bilder praktisch zusammengesetzt zu dieser Collage und hat den Rest der Gerätschaften wie den Spaten und das Holzkreuz, das hat er mit dem Faserschreiber dann noch dazu gezeichnet. Und das hat er dann angebracht. Und das hatte einfach den Zweck, zunächst beim Flüchtchen hinsehen, die Aufsichtskräfte zu verwirren, um einfach Zeit zu gewinnen. Und genau das gelang den Tätern. Am helllichten Tage
begingen sie einen der außergewöhnlichsten Kunstdiebstähle in der DDR. Uwe Matthias und seine Kollegen rekonstruierten die Tat. Das Bild selber war nicht separat abgesichert. Und das Aufsichtspersonal hat sicherlich nicht in diesen Tagen nun die Akribie an den Tag gelegt, die man eigentlich machen sollte. Ein Jahr wurde ermittelt, bis anhand eines Fingerabdrucks unter dem Bilderrahmen der Täter endlich identifiziert werden konnte. Versteckt hatte er das Bild im Sessel seiner Jenaer Wohnung. Und wie sich herausstellte, wurde die Tat äußerst präzise geplant. Er hat sich auch vorbereitet zum Abtransport des Bildes. Er hat das Innere seines Mantelfutters ausgeschnitten, hat einen Beutel, einen Einkaufsbeutel genommen, hat Gummibänder um die Schulter gehängt, um das Bild, nachdem er es abgenommen hat, blitzschnell in den Mantel verschwinden zu lassen und das Haus zu verlassen. Also er hat da schon einiges an Energie investiert. Uwe Matthias, spektakulärster Diebstahlsfall. Was man damals nicht öffentlich machte, Leipzig war nach Ost-Berlin die Stadt in der DDR mit der höchsten Kriminalitätsrate. Da die Täter gefasst wurden, berichtete die Aktuelle Kamera ausführlich von der Urteilsverkündung. Im Namen des Volkes in der Strafsache gegen den Beschäftigungslosen Andreas Keller und den Brückenkranfahrer Bernd Detlef Hühne hat der dritte Strafsenat des Bezirksgerichts Leipzig für recht erkannt. Der angeklagte Keller wird zu einer Freiheitsstrafe von 12 Jahren verurteilt. Der angeklagte Hühne wird zu einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren verurteilt. Nicht hier wurde das Urteil gegen die Kunstdiebe verkündet. Denn Recht wurde in der Deutschen Demokratischen Republik in diesem Haus nie gesprochen. Zu DDR-Zeiten befand sich hier das Georgi-Dimitrov-Museum. Durch einen separaten Eingang gelangte man in diesen Saal. Nur sah der damals natürlich ganz anders aus. Vom Glanz und der leuchtenden Pracht nichts zu ahnen. Wer das Dimitrov-Museum besuchte, trat in einen Saal, der ausschließlich an den Kampf des Namensgebers erinnerte. Zu besichtigen damals auch die Zelle, in der er einst inhaftiert war. Der erste Besuch der heutigen Hausverwaltungsleiterin Petra Schütze liegt mehr als 30 Jahre zurück. Ja, das allererste Mal, wo ich das Haus betreten habe, da war ich eigentlich noch in der Schule. Das war noch zu tiefsten DDR-Zeiten. Da musste man hier ins Dimitrov-Museum gehen. Und dann gab es ja noch diesen Dimitrov-Saal, der ja ausgestattet war wie Reichstagsbrandprozess. Und dann musste man sich die Schallplatte anhören, musste anschließend einen Aufsatz drüber schreiben. Ich bin ganz ehrlich, es hat ihn nicht so interessiert. Was Schülern wie Petra Schütze über Georgi Dimitrov erzählt wurde, klang wie ein wundersames Märchen. Georgi Dimitrov war ein Sohn des tapferen bulgarischen Volkes. In einem kleinen Dorf wurde er 1882 geboren. Die Statue Georgi Dimitrovs wurde noch zu DDR-Zeiten aus dem Museum entfernt. Ob er in Ungnade fiel, ist ebenso wenig bekannt wie der Verbleib des einst so bedeutenden Monuments. Belegt hingegen ist, welche Bedeutung Georgi Dimitrov 1933 erlangte. Dimitrov war Vorsitzender der Komintern, also so eine Art Aufsichtsbehörde Stalins über die ausländischen kommunistischen Parteien. Er hielt sich illegal in Deutschland auf und wurde im zeitlichen Umfeld des Reichstagsbrandes festgenommen und wurde deshalb mit angeklagt, vor dem Hintergrund, dass dieser Reichstagsbrandprozess für die Nationalsozialisten belegen sollte, dass der Reichstagsbrand nicht von einem Einzeltäter, sondern als Ausdruck eines bevorstehenden kommunistischen Aufstands initiiert worden war. Die Popularität, die Dimitrov im Reichstagsbrandprozess erlangte, basierte auf dem Schlagabtausch mit Hermann Göring. Der war als Präsident des Reichstages in den Zeugenstand geladen und verlor gegenüber dem Angeklagten Dimitrov komplett die Fassung. Ihnen mich anklagen zu lassen. Sie sind in meinen Augen ein Gauner, der längst an den Galgen gehört. Herr Minister,
Goebbels war als Prozessbeobachter im Saal. Man kann ja heute seine Tagebücher nachlesen, hat sich dort sehr abfällig über Göring geäußert, welchen peinlichen Eindruck er für die Partei in diesem Verfahren hinterlassen hat. Dieser Auftritt Georgi Dimitrovs war Grund dafür, warum man den Saal zum Museum erkor. In der DDR blieb der bulgarische Kommunist allgegenwärtig. Auch als Fotokollage John Hartfields. Der überlebensgroße Dimitrov klagt den winzigen Zeugen Göring an. Selbst für Briefmarken wurde dieses Motiv verwendet. Noch heute ist der Reichstagsbrandprozess einer der wichtigsten, die am Reichsgericht verhandelt wurden. In dem Bereich, der für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist, im Festsaal des Bundesverwaltungsgerichtes, bereitet Hausmeister Bernd Partitz eine Veranstaltung vor. Nur selten wird der prächtige Saal heute genutzt, obwohl er einer der schönsten im ganzen Haus ist. Einst war der Festsaal das Herzstück der Präsidentenwohnung. Hier wurden Empfänge abgehalten, Bälle veranstaltet. Über den gesamten Südflügel erstreckte sich damals das private Reich des Reichsgerichtspräsidenten. Die Dimension und der Prunk dieser Wohnung erzählen von der Würde, Bedeutung und Macht, die das Amt des Reichsgerichtspräsidenten einmal besaß. Zu DDR-Zeiten allerdings hielten 650 Nägel Dämmplatten, die den riesigen Saal schallisolierten. Also ich kann mich noch an den Festsaal erinnern, da war es noch das DEFA-Synchronstudio. Und erst später, nachdem die Wände rausgerissen waren, da kamen Fragmente des Saales zum Vorschein, also ganz furchtbar. Der Eindruck war, sagen wir mal, kaputt, dreckig und eigentlich nicht schön. Die Aufgabe war die, dass der Saal in einem Stück, so wie er sich heute wieder präsentiert, wiederhergestellt wird. Das war auch die Herausforderung an die ausführenden Firmen. Das Einzige, was Petra Schütze und den Restauratoren während der Sanierung dafür zur Verfügung stand, waren alte Drucke. In 4 Jahren vollbrachten sie dann das Wunder, diesen Saal so herzustellen, wie er früher einmal aussah. Heute sogar mit Fußbodenheizung. Eine Meisterleistung der daran beteiligten Firmen, nahezu alle aus der Region. Die Umbauarbeiten des ganzen Hauses wurden zur Herkulesaufgabe. Um den Rohbau freizulegen, wurde bis auf die Grundmauern entkernt. Am 23. September 1999, um die Mittagszeit, stießen die Bauarbeiter dann zufällig auf ein seltsames Gefäß. Während der Bauarbeiten hat man hier im ersten OG auf der Nordseite im Fußboden eine Bombe gefunden. Ganz kurios. Und ich hatte zum Beispiel die Aufgabe, die Bombe dann ein bisschen zu bewachen, bis das Entschärfungskommando aus Dresden kam. Und wo sich dann herausstellte, dass es doch eine scharfe Fliegerbombe ist. Ne, dann wurde das Gebäude geräumt und es war ziemlich spektakulär. Ne. 75 Kilo wog die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. 50 Jahre lang steckte sie unbemerkt zwischen dem ersten und zweiten Hauptgeschoss. 2002 war die Sanierung dann abgeschlossen. Seitdem befindet sich in diesem Raum das Museum des Reichsgerichts. Es erinnert an die fast 130-jährige Geschichte des Hauses. Auch daran, wie hier 1888 alles begann. Auf 9000 Quadratmetern Fläche wurden hier damals sagenhafte 14 Millionen Ziegelsteine verbaut. Nach dem Reichstag in Berlin wuchs der Leipziger Justizpalast zum größten und mächtigsten Gebäude im Deutschen Reich. Seit 2002 werden hier wieder Urteile gefällt, viele von ihnen höchst brisant. Verhandelt wird hier, wenn in letzter Instanz Recht gesprochen werden soll. Ob der Streitwert nun 2 Mark oder 8,4 Milliarden Euro beträgt. Immer wieder sorgen die hier verhandelten Fälle für Schlagzeilen und lösen große öffentliche Debatten aus. So zum Beispiel die Klage,
um die Zumutbarkeit des Tragens eines Burkinis. Die Millionenstrafe gegen die NPD. Oder das eingeschränkte Nachtflugverbot auf dem Leipziger Flughafen. Urteile, die unseren Alltag und die Entwicklung des Landes maßgeblich beeinflussen. Ein spektakulärer Prozess, der hier verhandelt wird, die Entscheidung über die Dresdner Waldschlösschenbrücke. Ein Naturschutzverein sieht dort den Lebensraum der Fledermäuse bedroht. Geben die Bundesverwaltungsrichter den Klägern recht, droht am Ende sogar der Abriss der Brücke. Ja? Ah, Tag, Patitz. Guten Tag. Ich habe hier nur eine Kleinigkeit hier bei meinem Container, wenn Sie. Seit mehr als 3 Monaten beschäftigt sich Andreas Korbmacher mit dem Fall der Waldschlösschenbrücke. Meterweise studiert er Akten und bereitet als vortragender Richter den Prozess vor. Man kann ja immer nur eine aufmachen. Eine Verhandlung, die für Wirbel sorgen wird. Doch jetzt klemmt erst einmal die Schublade. Es geht um einen Planfeststellungsbeschluss, also um eine, einfach gesagt, Genehmigung für den Brückenbau. Das ist 2004 geschehen mit Ergänzungen 2008 und 2010, also es liegt eine ganze Weile zurück. Und dieses Verfahren haben wir jetzt in der dritten Instanz bei uns. Andreas Korbmacher ist einer von 55 Richtern im Haus. So unterschiedlich die Prozesse, die hier verhandelt werden, so seltsam mitunter die Themen, auf die sich die Juristen dafür einlassen müssen. Da müssen sie dann sich auch einarbeiten in außerrechtliche Dinge, also gerade Naturschutzrecht, Biologie. Wir lernen jedes Mal über verschiedene Vogel-, Tier- und sonstige Arten was hinzu. Und das macht auch Spaß. Und von daher ist es kein knochentrockener Job. Natürlich, es ist ein Schreibtischjob. Wir müssen die Rechtslage prüfen. Und Sie können auch mal 3 Tage in Ihrem Zimmer verbringen, ohne rausgehen zu müssen. Also das muss man mögen, das muss man natürlich auch leisten. Neben den Richterinnen und Richtern sind es die Justizwachtmeister wie Antje Gieler, die den Betrieb des Bundesverwaltungsgerichts am Laufen halten. Täglich stellt sie die Akten zu und sorgt mit für den reibungslosen Ablauf während der Prozesse. Nicht selten legt sie auf den endlosen Fluren des Hohen Hauses Kilometer zurück. Ich freue mich im Prinzip jeden Tag, dass ich hierher kommen kann, schon alleine wegen der Historie des Hauses. Wir bereiten die Sitzungen vor, wenn die anstehen. Dann sorgen wir dafür, dass die Akten vollständig sind nach Zuarbeit der Geschäftsstelle und sprechen mit den Vorsitzenden Richtern nochmal ab, wie die Sitzung verläuft bzw. was noch zu beachten ist. Dann bereiten wir den Sitzungssaal vor und setzen uns dann, nachdem die Sitzung eröffnet ist, sitzen wir dann mit im Sitzungssaal. Und da haben wir im Prinzip für die Ordnung zu sorgen, aber nur auf Anweisung des Vorsitzenden Richters können wir dann, wenn es im Publikum unruhig wird, darauf einwirken, dass Ruhe herrscht. Nachdem ein Urteil von den Richtern gefällt wurde, die Gerichtsverhandlung abgeschlossen ist, muss es schriftlich dokumentiert werden. Dafür wird es korrigiert, lektoriert und am Ende genäht. Wir haben Nadel und Faden. Der Faden ist das Siegelband und damit wird das Urteil genäht. Und dann haben wir eine Backoblade, die als Grundlage gilt für das Siegel, damit das Siegel auch richtig kräftig zu sehen ist. Das ist dann im Prinzip das, dass das Urteil nicht mehr manipuliert werden kann. Es waren die Justizwachtmeister, die herausfanden, dass sich ausgerechnet Oblaten ganz wunderbar als Unterlage für das Pressen der Siegel verwenden lassen. Ein profanes Hilfsmittel, das am Ende jedes Urteil besiegelt. Von außen nicht sichtbar, die 4. Etage. Vom Innenhof führen 2 gläserne Fahrstühle hinauf. Während die historische Fassade von der Macht des Leipziger Justizpalastes erzählt, erfüllt das Gebäude dennoch alle Erfordernisse eines modernen Gerichts.
Um das denkmalgeschützte Gebäude dafür optimal nutzen zu können, bedurfte es außergewöhnlicher Lösungen. Umso erstaunlicher, dass das Bundesverwaltungsgericht sogar unter den kalkulierten Kosten lag. Welches deutsche Großbauprojekt kann das für sich in Anspruch nehmen? Für die Öffentlichkeit ist diese vierte Etage nicht nur unsichtbar, sondern auch nicht zugänglich. Mit der Nutzung durch das Bundesverwaltungsgericht musste Platz geschaffen werden. Nur wie? Erst wurde überlegt, Arbeitsräume außerhalb anzumieten, an- oder neu zu bauen. Am Ende war diese Variante die beste Lösung. Eine zusätzliche Etage aus Glas und Stahl für die rund 200 Angestellten hier. Darüber nur noch das grandiose Turmgeschoss. Selten wird hier Einblick gewährt. Noch immer führen die originalen Stufen hinauf in den Kuppelsaal. Geplant war es, die Kuppel als Versammlungsraum auszubauen. Der Blick aus 40 Metern Höhe über die Stadt wäre zweifellos eine Attraktion geworden. Und der Kuppel des Berliner Reichstages hätte dieser Saal vielleicht Konkurrenz machen können. Der Aufwand für den Ausbau des Saales und den Anschluss an den gläsernen Aufzug allerdings wurde am Ende eingespart. 1,4 Millionen hätte dieses Highlight gekostet. Doch auch ohne den Ausbau verleiht jedes Detail dem modernen Justizpalast Würde und Erhabenheit. In der zweiten Etage das Büro von Richter Korbmacher. Einmal in der Woche trifft er sich nach Feierabend mit der Laufgruppe des Bundesverwaltungsgerichts. Kondition ist nur eine Eigenschaft, die ein Richter mitbringen sollte. Teamgeist ist wichtig. Sie müssen juristisch gut arbeiten können. Sie müssen den Fällen gerecht werden, den Menschen, die dahinter stehen. Sie müssen also einen Blick auch für praktische Ergebnisse haben. Natürlich immer im Rahmen des rechtlich Möglichen. Und Sie müssen sich vielleicht auch ein bisschen selbst zurücknehmen können. Ich würde nicht sagen, dass es eine Eigenschaft gibt alleine, sondern das ist eigentlich ein Bündel von Eigenschaften, die Sie haben sollten. Seit mehr als einem Jahrhundert gehen über diesem Haus die Sterne auf. Mochten die Zeiten für manche darin düster gewesen sein, hätten sie glanzvoller für andere nicht sein können. Und gleich am nächsten Morgen wird am Bundesverwaltungsgericht wieder Recht gesprochen. Urteile, die uns aufregen, versöhnlich stimmen, für Aufsehen sorgen. Hier wurde und wird Geschichte geschrieben. Kaum ein glanzvollerer Ort lässt Macht heute transparenter erscheinen. Es ist einer der prächtigsten und mächtigsten deutschen Justizpaläste. Offen, aber für jeden Bürger, ob er nun als Kläger, Richter oder als Besucher hierher kommt. Darum zögern Sie nicht. Gehen Sie hinein. Sie werden staunen, wie spannend sich hier Geschichte in unsere Gegenwart schreibt. Vom mächtigsten Palast Leipzigs zu einer mächtigen Schöpfung der Natur. Wie vor 300 Millionen Jahren der Thüringer Wald entstand, sehen Sie nun in einer beeindruckenden Simulation.